Also sagte sich Umar radiallahu an, okay, dann werden wir ein Datum festlegen, aber jetzt nach welchem Ereignis? Welche Möglichkeiten gäbe es denn, hatte Umar radiallahu an und die Sahaba, dass sie sagen, das ist Beginn der islamischen Zeitrechnung. Nicht das Jahr, wann das Jahr anfängt, in welchem Monat, dazu kommen wir noch, sondern überhaupt erstes Jahr islamisch. An was kann ich denn das festmachen? Ja? An die Hijra. Erstmal an die Hijra, und das haben die am Ende auch getan. Okay? Aber was gäbe es denn noch für Optionen? Ja? Eroberung Mekkas, okay, ja? Geburt des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ja? Analog zum Christentum zum Beispiel, ja? Sehr schön, an dem Tag, wo er Prophet wurde, hätte man auch als Beginn der Zeitrechnung festlegen können, oder? Vielleicht das Jahr der Elefanten. Das Jahr der Elefanten, also in dem er geboren wurde dann, ja? Okay, jetzt noch eine Option, ja? Das Jahr, wo Mekka eingenommen wurde. Hat der Bruder gesagt. Laylatul Qadr ist ja jedes Jahr. Ja? Das ist ja die Hijra. Nach Habasha? Genau. Okay. Mhm. Noch eine Sache. Schlacht von Badr. Gut, es gibt viele Kriegszüge. Als der Prophet gestorben ist, alayhi salatu wasalam. Ab jetzt, jetzt fängt eine neue Zeit an, die Zeitrechnung. Da kommen wir jetzt also zur Frage, warum gerade die Hijra? Warum ist die Zeitrechnung im Islam die Hijra? Wenn wir jetzt sagen, die Geburt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, erstens, wir kennen nicht genau den Monat. Ja? Man sagt Rabi al-Awwal und so weiter oder Rabi al-Thani, man ist sich nicht sicher, ja? Aber auf jeden Fall. Aber mit der Geburt des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist noch nichts passiert. Ja, es wird was passieren. Er wurde geboren und es wird dann was passieren. Aber eine Zeitrechnung datiert ja etwas, eine Veränderung. Er lebte, okay, das ist gut, ja, das ist etwas Besonderes, aber ansonsten ist nichts passiert. Was passiert ist, also eine Zeitrechnung, wäre die Offenbarung. Das stimmt, also das erste Mal, als er die Offenbarung bekommen hat. Aber warum haben die Sahaba und Umar radiallahu anh an allererster Stelle, er war der Verantwortliche zur damaligen Zeit, warum haben sie gesagt, nee, die Offenbarung nehmen wir nicht als Ereignis für den Beginn, sondern etwas anderes? Weil nach der Offenbarung ging es den Muslimen überhaupt nicht gut. Also mit Beginn der Offenbarung begann was? Die Unterdrückung. Also die Unterdrückung der Muslime begann mit der Offenbarung. So mussten die Sahaba leiden, sie wurden gefoltert und so weiter und so fort. Sie haben sich gesagt, wir wollen ein Ereignis haben, in dem der Islam nach vorne kam, in dem der Islam einen besonderen Schritt errungen hat. Und das war die Hijra des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Gut, dann haben wir das Jahr. Ab wann? Ab der Hijra. Alles, was vorher war, nennt man vor der Hijra. Die Geburt des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise die Entsendung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wann er geheiratet hat, alaihi salatu wasallam. Man sagt immer, im Jahr so und so viel vor der Hijra. Im Jahr so und so viel vor der Hijra. Und dann die Ereignisse nach der Hijra. Nun, die nächste Frage ist, warum fängt aber das Jahr an mit Muharram? Was glaubt ihr? Ja? Wegen dem Mond. Gut, der Mond kommt ja jeden Monat. Wie sehr gesehen werden kann, aber Halbmond ist der ganze Mond draußen. Aber du hast das Jahr, dieses Phänomen hast du in jedem Monat. Anfang siehst du nur die Mondsichel, Mitte siehst du den Vollmond, Ende siehst du wieder die Mondsichel. Das passiert jeden Monat. Aber warum hat Umar radiallahu an den Beginn des Jahres in Muharram festgelegt? In Muharram war das Abkommen mit den Medinensern, dass er kommen soll.
Also die Vorbereitung der Hijra fand wann statt? In Muharram. Deswegen hat Umar radiallahu anh gesagt, also tatsächlich begonnen hat die Hijra mit der Planung. Und diese Planung war in Muharram. Zweitens, warum er gesagt hat, wir nehmen Muharram als Jahresanfang, weil es nach welchem Monat kommt? Was ist der Monat vorher? Dhul-Hijja. Und in Dhul-Hijja ist was? Ja? Al-Hajj. Also sagte er sich, nach der Hajj ist es schön, wenn wir da unsere Zeitrechnung beginnen. Also sind zwei Gründe. Einmal, weil die Hijra da geplant wurde oder vorbereitet wurde, das Abkommen mit den Medinensern. Und man kam aus einer Ibadah, also aus dieser Pilgerfahrt. Und deswegen wurde Muharram zum ersten Monat gemacht im islamischen Kalender.